Wir sind in Holzminden, die Stadt der Gerüche. Hier kommt das Vanillin aus Nutella her und vieles andere. Aber nicht nur das, auch du bist hier. Ja, hi, ich bin Vanessa. Vor 21 Jahren habe ich Marc mal einen Brief geschrieben und bekam diese Postkarte mit Antwort zurück. Das ist unglaublich. Wo hast du den bisher aufbewahrt, diese schöne Postkarte? In dem ersten Buch, Der Traum vom ewigen Leben, was ich mir gekauft habe. Das ist ja, weißt du eigentlich, was da drauf zu sehen ist? Das ist ein Stippe-Föttche. Die Kölner Karneval. Kennst du das? Habt ihr hier in der Region auch Karneval? Nein, leider nicht. Ist alles ein bisschen stukig hier in Niedersachsen. Weißt du noch, was du mir damals geschrieben hast? Es ging über meine Hobbys und meine Berufswahl, meine Berufswünsche. Pathologin oder Ornithologin, also ist Krankenschwester und Rettungsassistentin geworden. Ja, finde ich aber auch sehr, sehr, sehr cool. Ja. Beobachtest du denn Vögel manchmal? Oder? Ja, das mache ich weiterhin noch an der Nordsee, in Nordfriesland, in Westerheber, die Nonnengänse. Hast du schon mal einen Säbelschnäbler gesehen? Säbelschnäbler auch, natürlich. Wirklich? Schon viele Vögel, ja. Ich hab noch nie einen Säbelschnäbler gesehen, ich finde den Namen nur so geil. Die Kollegen vom Rettungsdienst haben immer gesagt, ich bin gut zu Vögeln, ich fahre zum Vögeln immer an die Nordsee. Das finde ich sehr, sehr gut. Liebe Menschen in Niedersachsen, wenn ihr das Stippe-Föttchen nicht kennt, dann, wie gesagt, informiert euch mal. Es ist eine hier unbekannte Tradition und ich kann es echt nicht fassen, wie gut erhalten die Karte auch ist. Ja, also diese Karte hast du mit Liebe aufbewahrt. Die habe ich mit Liebe aufbewahrt, natürlich. Herzlich willkommen, es ist jetzt 2023 und vielleicht sehen wir uns ja dann nochmal 2034 wieder. Nächsten Jahre, genau. Oh mein Gott, 2044, oh mein Gott. Fühlst du dich auch alt, oder? Total fühle ich mich. Wir fühlen uns beide alt. Ja, fühlt ihr euch auch alt? 20 Jahre ist viel passiert. Aber wirklich, ja. Tschö, danke schön. Das ist ja unglaublich.